Hallo und herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 2015 Let's Play. Wir sind noch beim Rapsernten auf diesem Feld, was wir jetzt ja das schon einmal Weizen geerntet haben und jetzt nochmal Raps. 16.000 bisher im Anhänger und dauert noch ein bisschen, bis die voll sind, um sie dann zum Verkauf zu bringen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ihr in der letzten Folge dann mal einen Kommentar hinterlassen habt, ob ihr gerne alles sehen wollt oder ob ich solche Frequenzen abkürzen soll. Deswegen zeige ich noch mal ein bisschen mehr hiervon. Kann aber sein, dass was in Zukunft ändert. Je nachdem, was ihr denn so für Kommentare hinterlasst, wie ihr es gerne hättet. Ich würde da gerne auch auf eure Wünsche dementsprechend eingehen. Damit euch das Let's Play dann auch gefällt und ihr häufiger mal wieder reinschaut. Ich glaube, der Mähdrescher ist schon leer. Der Füllstand ändert sich eigentlich nur noch in dem, was er gerade aufnimmt. Was ich dachte für diese Folge, dass wir natürlich hier noch das Feld zu Ende ernten. Das noch ein bisschen dauern wird. Und in der Zwischenzeit, da haben wir noch einen Traktor irgendwo rumstehen. Oh. Ja, okay, gut. Mit dem einfach nochmal so ein bisschen die Map ein Stück weit erkunden, weil ich muss sagen, ich habe bisher noch gar nicht alle Ecken gesehen. Mal auch schnell mal die Karte angucken. Wir sind jetzt ja in der Mitte bei unserem Haupthof. Wir haben hier unsere eigene Verladestation. Fahren dann jetzt mal hier links rum. Hier oben haben wir nämlich dann den Shop, wo wir neue Fahrzeuge kaufen können und die neuen Fahrzeuge sonst geliefert werden. Jetzt sollen wir auf die Karte gucken, am Shop noch vorbei. Und dann rechts rum müsste ein Weg zum Bahnhof sein. Dann fahren wir da mal links. Aber hier noch nicht. Nein, genau, fahren auch weiter geradeaus. Geht's da hinten noch hin? Hinten ist noch irgend so eine Abladestation. Ich glaube, das gucken wir uns noch einmal schnell erst an. Kommen dann über diesen Berg wieder zurück zum Bahnhof. Wir machen mal eine kleine Map-Rundfahrt zwischendurch. Vielleicht auch mal ganz interessant. Jetzt muss ich gucken, geradeaus weiter oder rechts rum. Ich fahre erst noch mal geradeaus, um zu gucken, was hier oben ist. Das, glaube ich, könnte die Molkerei sein, ne? Ja, Supreme Milk. Ja, wenn wir denn Kühe hätten, könnten wir hier wahrscheinlich unsere Milch verkaufen oder es wird wahrscheinlich wie in den anderen Teilen einfach abgeholt werden. Was mich interessieren würde, es gibt hier eigentlich auch auf der Karte Sachen, ne? Also so Gold oder so, also in den alten Teilen gab es immer Flaschen, die man eigentlich relativ schnell sehen konnte. Sieht hier irgendjemand irgendetwas, was wir einsammeln können, weil dann kriegen wir bessere Verkaufspreise, wenn wir die Maschinen wieder verkaufen. Ich sehe hier nichts, also entweder ist hier tatsächlich nichts oder wenn, dann sieht man es nicht mehr so gut. Oder vielleicht ist man auch blind. Oder Schutt. Ich weiß auch ehrlich gesagt, da ich noch nichts davon gesehen habe, wie die genau aussehen und was man eigentlich genau achten muss. Ich glaube, das werde ich mir sonst mal Map-Editor mal anschauen demnächst. Mal so einen kleinen Leitfaden machen, wo wir die ganzen Goldstückchen finden. Ich glaube, Gold war das, hieß es hier, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. So, fahren wir mal wieder weg hier. Wir wollten ja eigentlich zum Bahnhof. Das ist noch eh so ein Feld. Vielleicht ganz praktisch schon Bäume pflanzen. Hier Jet Set Farming. Jet Set. Jet Set. The Rise of the Harvester. Fear running out of Taters. Ja, was auch immer. Was auch immer. Oh, wieder auf die Karte luschern. Also hier vorne ist irgendwie eine Abladestation. Hier ist noch so ein Hof.
nochmal gesehen. Fahren wir also mal weiter zum Bahnhof. Das muss dann ja hier runter irgendwie gehen, ne? Hup. Die Hup ist neben der Taste für die Map. Oh. So, ich fahre mal schnell zum Bahnhof. Die Getreidemühle, die hat ja eigentlich auch einen Bahnhof. Mal gucken, was denn hier Schönes ist. So. Achso, da können wir ja auch abladen. Da haben wir noch eine Halle. Warum geht es hier weiter? In die Stadt. Zug fahren wollen wir jetzt nicht. Was hier was Schönes ist. So ein Park, ne? Schauen wir mal schon absteigen. Muss ja nicht mit Auto, nicht mit Traktor hier durch den Park fahren. Schon mal gucken. Rennen wir hier mal durch. Muss ich doch irgendwo mal so ein Paket aufhalten. Kanonen? Kanonensimulator vielleicht. Muss doch was sein. Ist nichts versteckt. Aber es gibt auch Wasser, wie ich jetzt sehe. Und Wasser ist auch sehr gut aus. Ich freue mich schon auf eine eigene Map. Flachland-Map. Mit Flüssen und Deichen. Aber hier ist sonst nichts, ne? Nö. Also okay, wir müssen jetzt aber schnell mal den Mähdrescher wahrscheinlich einmal abtanken. Das machen wir mal schnell, dann machen wir die Rundfahrt gleich weiter. Schnell. Fahren wir ein bisschen rückwärts. Okay. Also haben wir zumindest schon mal ein bisschen was aufgenommen, dass er nicht auf einmal anhält. Und jetzt holen wir aus dem Rest. Erstmal hier hinten was rein. Stopp. Ja, tut mir leid, das Auto muss jetzt mal warten. Schon mehr als die Hälfte des Feldes hier geerntet und die Hänger sind fast voll. Also muss man ja auch sehen, dass. Ups, was aber. Der rote Lieferwagen hier. Rauli. Na ja, fein. Machen wir unsere Rundfahrt hier weiter. Was ist denn das für ein Zeichen? Ist doch eben ein Zeichen auf der Map für dieses Gebäude hier. Achso, da ist auch ein Geldautomat im Park. Da haben wir noch ein Telefon. Schmutzwäsche. Achso, hier kann man tanken, wenn einmal der Sprit ausgeht. Auch so ein kleines Dörfchen hier. Dann fahren wir nochmal. Ups, ja, sag mal. Gucken wir nochmal hier links rum. Und hier links. Und hier links ist wieder irgendwo was zum Abladen. Und was? Weiß es nicht, sehe ich nicht, sehe nichts zum Abladen. Hier nochmal weiter. Ich schon mal sehe, das ist eine ganze Menge verschiedener Häuser. Also wenn man mal so an die ersten Teile denkt, da gab es 3 bis 4 verschiedene Häuser. Hier haben wir doch schon eine ganze Reihe mehr. Ist ganz gut gelungen, das kleine Dörfchen hier. Ja, auch hier gibt es keine richtigen Straßen. Aber wird's
Achso, hier Hühner. Hier kann man Hühnereier verkaufen. Mal auf die Karte gucken. Und links ist hier ein Geldautomat. Genau da kommt jetzt eh nichts. Wir haben ja schon den Maximalkredit, hier schon wieder eine Tankstelle. Hier weiter links. Da vorne ist ein Baseballplatz und auch irgendwas zum Abladen. So wie es aussieht. Und auch hier die Frage, wo? Ist doch merkwürdig. Fahre ich mal hier aufs Feld oder im linken Baseballfeld. Frag mich hier mal schnell. Ach nö, jetzt. Ach, komm. Ich will mal gucken, ob hier was zum Abladen ist. Mal schon mal hier auf die Tribüne laufen. Also wenn die irgendwo irgendwelche Sachen versteckt haben, dann ja wohl hier. Man kann ja auch rennen. Hier sind die Tribünen. Hier ist die Zeitung. Und mehr ist hier nicht. Das gibt's ja nicht. Vielleicht hier. Auch nichts. Auf dem Feld. Eine Runde spielen. Fangen. Na gut, ist keiner. Weiter. Anzeigentafel. Ist auch nix. Es gibt hier gar nichts zum Einsammeln. Doch, muss es ja eigentlich. Jetzt bin ich auch wundert, ich hatte die Mission eigentlich wieder eingestellt, aber bisher immer noch kein Angebot einer Mission gekriegt. Und die 5 Minuten, glaube ich, sind rum. Aber gut. Vielleicht kommt ja nochmal ein Angebot. Ich sehe gerade, wir fahren wieder zurück. Können wir hier nochmal links fahren. Hier oben haben wir dann, ja, wie gesagt, was ist grüne Abladestation, das weiß ich nicht. So feste Abladestationen sind, wo man so Zwischenhaufen machen kann. Ich weiß es nicht. So, hier oben links haben wir jetzt das Gartencenter. Da kann man die Setzlinge kaufen für Bäume, hier kann man Dünger nachholen, hier kann man Saat nachholen. Oh, mehr wird man hier vielleicht nicht machen können. Guck, versuche mal so ein bisschen mich umzuschauen, ob irgendwas liegt oder glänzt, was ich einsammeln sollte. Hier war noch mal ein bisschen Unterstellplatz. Nichts gefunden und schon wieder eine Tankstelle. Also Tankstellen sind hier sehr viele. Benzin sollte einem also nicht ausgehen und es gibt ja auch noch den mobilen Tankwagen, also falls man tatsächlich mal stehen bleibt. So, was haben wir hier? Was war das noch? Info, Info, Info. Ach ja, das ist das Depot. Das Wertpapierdepot. Nichts glänzend und glitzerndes, leuchtendes zu sehen. Schade eigentlich. Mal hier hinten nochmal rumfahren. Jetzt sind wir hier in der Bushalte. Auch hier glänzt nichts und liegt nichts. Habt ihr schon mal irgendwo auf der beim Vorbeifahren oder so gesehen, dass irgendwo was liegen könnte, was man einsammeln soll? Hier steht schon mal ein Auto drin, aber ich glaube nicht, dass wir das nehmen können. Wollen wir schon mal versuchen. Na, kann ich einstellen. Und hier liegt auch nichts. Gibt's ja nicht. So, jetzt sind wir ziemlich am oberen Ende der Karte. So ein ziemlich großes Feld. Das war es erstmal von der Rundfahrt hier oben. Denn wir
müssen auf jeden Fall den Mähdrescher wieder abtanken und dann erstmal die Anhänger leer machen bei der Getreidemühle. Glaube ich, war das sogar am meisten. Oh, knapp Einnahmen für Raps kriegen. Komm, zieh, sonst ist es gleich wieder umgedreht. Das gibt's ja nicht. Er ist so langsam jetzt, wo er wieder so viel geladen hat. Stopp. Scheiß Helfer. Kacke. Da müssen wir ihn erstmal rausschmeißen hier, sonst fährt er uns die ganze Zeit rein. Geht ja nicht. Dann können wir auch so viel besser abladen. Dann müssen die Autos eben auch mal warten. Fahrt er sowieso die ganze Zeit hier so bescheuert. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen warten. Wir müssen hier Geld verdienen. Ja, passt noch fast alles rein. Wie viel bleibt drin im Tank? 1700. Jetzt müssen wir erstmal den hier ein Stück nach vorne fahren. Oh, vielleicht noch ein Stück, damit die Autos da auch nicht im Weg stehen. Jetzt kann man den Helfer hier wieder ansetzen. Weil er auch weiß, wo er hin soll. Und Helfer einstellen. Was ist denn hier passiert? Gleich mitgekriegt. Der Mähdrescher ist voll. Ich wurde gerade unterbrochen. Diese Folge noch schon mal zu Ende machen. Wir müssen erstmal ausleeren. Und zwar nochmal schnell auf die Karte gucken. Also gleich die nächste rechts. Hier mit unserer dicken Ladung Raps. Wir haben noch 7200 auf dem Konto. Aber das wird sich gleich ändern. Wir haben 29.500 Liter Raps pro 1000, gab es irgendwas mit 1200. Also, wenn wir gleich an die 40.000 schon wieder auf dem Konto haben. So, hier kommen wir an der... Das hier die Schafswiese. Ob hier natürlich noch keine Schafe sind, aber die werden wir auch bald mal kaufen. Ein paar Tiere für unseren Hof. Und dass eine Huhn nicht mehr so alleine ist. So, hier ist die Mühle. Was man es eigentlich auch Bahnhof nennen könnte. Ich glaube, es war mehr Zug auf der Mühle als auf dem Bahnhof. Verkaufen, auskippen, Taste Q. Gucken uns das von hier an. Unser Geld sich vermehrt. Jetzt sind wir bei 33.000 und hier haben wir nochmal 8.500 Liter Raps. Ach, also Raps lohnt sich, würde ich sagen. 44.200. Dann fahren wir hier wieder einfach über die Schienen. Das ist der Schienenersatzverkehr. So, dann müssen wir wieder zurück und den Mähdrescher abtanken, damit der weiterfahren kann. Rechts rum. Dann will ich hier längs heizen oder so ein 42 km/h. Am besten.
besten hier gleich wieder links rum. Fahren wir hier in unserem Hof vorbei. Richtung Feld. Und schon sind wir neben dem Mähdrescher. So, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Ich würde mich über meine Kommentare von euch freuen und hoffe, euch das nächste Mal wiederzusehen.